Das Grundgesetz ist die freiheitlichste Verfassung, die wir in Deutschland jemals hatten. Trotzdem ranken sich viele Mythen um das Grundgesetz. Und zwar seit 1990 ist das Grundgesetz ganz offiziell laut Bundesbereinigungsgesetzen ungültig. Und es ist etwas, was auch die ganzen Politiker wissen. Deswegen machen sie einfach, was sie wollen. Ja? Weil das Grundgesetz, das ist ein Besatzungskonstrukt gewesen. Mein Name ist Marco Buschmann, ich bin der erste parlamentarische Geschäftsführer der FDP im Deutschen Bundestag, Mitglied im Rechtsausschuss und promovierter Jurist. Und ob diese Mythen, die sich ums Grundgesetz ranken, stimmen oder nicht, das sehen wir jetzt bei Debunked. Mythos Nummer 1. Deutschland hat keine Verfassung und deshalb kein legitimer Staat. Wir sind nicht frei. Wir sind immer noch ein besetztes Land. Deutschland hat keinen Friedensvertrag und dementsprechend ist Deutschland auch kein echtes Land und nicht frei. Mit dem 2+4-Vertrag sind wir aber... Es ist kein Friedensvertrag. Okay, jetzt wollen wir nicht ins Detail gehen. Das Grundgesetz heißt tatsächlich Grundgesetz und nicht Verfassung, weil man am Anfang dachte, es sei ein Provisorium. Aber das Grundgesetz hat sich als so erfolgreich, so gut erwiesen, dass man es einfach beibehalten hat. Und in Wahrheit ist für die Frage, ob etwas Verfassung ist, nicht entscheidend, welcher Name drüber steht, sondern was inhaltlich drinsteht. Und alles, was typischerweise in einer Verfassung steht, das finden wir im Grundgesetz. Da drin steht beispielsweise, wie wir unsere Gesetze machen. Da drin stehen die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger. Und auch eine ganz entscheidende Frage für Verfassungen ist, dass man sie nicht einfach ohne weiteres verändern kann. Und auch das finden wir im Grundgesetz. Es bedarf einer Zweidrittelmehrheit zu seiner Änderung. Man kann auch gar nicht alles daran ändern. Und deshalb verfügt das Grundgesetz über alle materiellen Eigenschaften einer richtigen Verfassung. Und deshalb ist die Bundesrepublik Deutschland, die durch das Grundgesetz errichtet wird, auch ein legitimer Staat. Jetzt gibt es natürlich immer wieder Leute, die sagen, ja, aber ganz am Schluss im Grundgesetz steht doch, dass dieses Provisorium irgendwann abgelöst werden müsste. Zum Beispiel bei der Wiedervereinigung. Haben sich aber die Entscheidungsträger in den neuen Bundesländern bewusst dafür entschieden, dem Grundgesetz beizutreten. Warum? Weil diese Verfassung so wahnsinnig gut funktioniert hat, weil sie so erfolgreich war. Und das ist natürlich eine genauso souveräne Entscheidung, zu sagen, dass das, was schon da ist, was da funktioniert, dass wir damit weiterarbeiten wollen. Und deshalb beeinträchtigt das die Legitimität und die Wirksamkeit des Grundgesetzes als unserer Verfassung in keiner Weise. Damit seht ihr, der Mythos, dass das Grundgesetz keine richtige Verfassung sei und deshalb die Bundesrepublik Deutschland kein legitimer Staat sei, ist eindeutig falsch. Mythos Nummer 2. Das Grundgesetz gibt jedem das Recht, gegen den Staat zu rebellieren. Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes kennt das Widerstandsrecht. Jeder Bürger hat das Recht, Widerstand zu leisten, aber nur gegen diejenigen staatlichen Organe, die es unternehmen würden, die Ordnung des Grundgesetzes zu beseitigen. Also sprich, wenn das Grundgesetz aus dem Staat selber heraus beseitigt werden soll. Und um das zu verstehen, warum man das aufgeschrieben hat, muss man natürlich unsere Geschichte kennen. Wir hatten ja schon vor der Ordnung des Grundgesetzes eine Demokratie, das war die Weimarer Republik. Und in der Weimarer Republik kam es zum sogenannten Ermächtigungsgesetz, das scheinbar formal korrekt zustande kam, das aber in Wahrheit die Ordnung der Weimarer Republik beseitigt hat. Warum? Weil das Parlament, der damalige Reichstag, völlig bedeutungslos wurde, sondern alle Macht in den Händen des Reichsführers Adolf Hitler vereinigt wurde. Man wollte deshalb ausdrücklich klar machen, dass wenn sowas oder was Ähnliches wieder passiert, dann sollen die Deutschen dagegen Widerstand leisten können. Und das hat auch ein bisschen was mit einer deutschen Eigenart zu tun. Lenin hat ja mal gesagt, der Deutsche, wenn er rebelliert und mit dem Zug zur Rebellion fährt, der löst vorher noch eine Zugfahrkarte. Und deshalb wollte man das auch bewusst aufschreiben, dass wenn jemand das Grundgesetz als staatlicher Machthaber versucht zu beseitigen, dann haben wir wirklich das Recht, dagegen Widerstand zu leisten und ich meine vielleicht sogar auch die Pflicht. Und deshalb ist dieser Mythos, dass das Grundgesetz das Recht gibt zu rebellieren, nur dann richtig, wenn im Staat jemand versucht, die Ordnung des Grundgesetzes zu beseitigen. Mythos Nummer 3.
Die Reihenfolge der Artikel bestimmt ihre Wichtigkeit. Richtig ist, dass Artikel 1 des Grundgesetzes eine ganz zentrale Bedeutung hat. Dort ist die Unantastbarkeit der Würde des Menschen festgeschrieben und das ist sozusagen eine der prägendsten und identitätsstiftendsten Normen. Insofern hat Artikel 1 eine besondere Bedeutung. Trotzdem kann man nicht sagen, dass 2 wichtiger wäre als 3, 3 wichtiger wäre als 4 und so weiter. Das liegt zum Beispiel auch daran, dass es ganz wichtige Normen mittendrin im Grundgesetz gibt. Beispielsweise im Artikel 79 ist festgelegt, dass der Artikel 1, den ich gerade erwähnt habe, die Würde des Menschen von ganz besonderer Bedeutung ist, den darf man nicht mal in seinen Grundsätzen verändern. Und der Artikel 20. Da ist beispielsweise die bundesstaatliche Ordnung festgelegt, Rechtsstaat und so weiter. Das darf auch im Prinzip nicht verändert werden. Dort werden also Artikel 1 und 20 besonders herausgehoben. Und daran merkt man schon, man kann nicht einfach sagen, 2 oder 3 sind wichtiger als 20 und so weiter. Und dieser Artikel 79, der das anordnet, dass man diese beiden Normen nicht ändert, muss deshalb ja auch schon, obwohl er ganz hinten steht, auch eine ganz besonders wichtige Bedeutung haben, sonst hat er ja nicht die Kraft, diese 2 Artikel herauszuheben. Klingt ein bisschen kompliziert, ist aber genau das, was Juristen systematische Auslegung nennen. Und das bedeutet, wir müssen das Grundgesetz als etwas Ganzes betrachten. Wir können nicht einfach sagen, dass ein einzelner Satz oder einzelne Norm immer wichtiger sei als alles andere, sondern in einem konkreten verfassungsrechtlichen Fall müssen wir das Grundgesetz als Ganzes betrachten. Und deshalb muss man sagen, Mythos Nummer 3, dass nämlich die Reihenfolge der Artikel ihre Wichtigkeit bestimmt, ist eindeutig falsch. Mythos Nummer 4, das Grundgesetz darf nicht verändert werden. Richtig ist, das Grundgesetz hat einen festen Identitätskern und es sagt auch, dass bestimmte Dinge nicht verändert werden dürfen. Beispielsweise die Würde des Menschen darf in seinem Grundsatz nicht mal angetastet werden. An diesem Grundsatz darf man auch nicht rütteln. Die freiheitliche, rechtsstaatliche, bundesstaatliche Ordnung darf nicht verändert werden. Andererseits gab es schon sehr, sehr viele Änderungen des Grundgesetzes und auch das lässt das Grundgesetz zu, nämlich jenseits der Ewigkeitsklausel kann man mit 2 Drittel im Deutschen Bundestag und im Bundesrat das Grundgesetz verändern. Und zum Teil gibt es Änderungen, bei denen können wir uns gar nicht vorstellen, dass es Änderungen waren, weil die so fest mit dem Grundgesetz verbunden sind, dass man denkt, dass die von Anfang an dabei waren. Beispielsweise die Verfassungsbeschwerde, mit der ja jeder Bürger, jede Bürgerin selber in Karlsruhe seine Grundrechte vor dem Bundesverfassungsgericht verteidigen kann. Und das ist auch sinnvoll, denn unser Leben, unsere Wirklichkeit verändern sich, neue Dinge tauchen auf, wie beispielsweise digitale Technologien und auch die Lebensweisen der Menschen verändern sich. Ein ganz prominentes ist der Artikel 3 des Grundgesetzes, das ist der Gleichheitssatz. Und dieser Gleichheitssatz hat auch eine spezielle Ausprägung, wo man bewusst bestimmte Gruppen vor Diskriminierung schützen möchte. Viele dieser Gruppen wurden, das kann man aus unserer Geschichte heraus verstehen, im Dritten Reich diskriminiert, verfolgt, man muss sagen sogar systematisch umgebracht. Und einen Teil dieser Gruppen hat man erwähnt, aber einen Teil auch vergessen. Beispielsweise bis heute den besonderen Schutz der sexuellen Identität. Beispielsweise gehen wir heute Gott sei Dank sehr viel toleranter mit Homosexualität, mit queeren Menschen um. Und das muss sich unserer Meinung nach auch im Verfassungstext niederschlagen. Deshalb sagen wir als Freie Demokraten beispielsweise, dass die sexuelle Identität als Schutzgut auch in den Grundrechtekatalog hinein soll. Und deshalb ist Mythos Nummer 4 eben überwiegend falsch. Jetzt kommen wir zum Fazit. Ihr merkt, wir Freien Demokraten sind echte Fans des Grundgesetzes, denn es ist die freiheitlichste Verfassung in der deutschen Geschichte. Es stärkt den einzelnen Menschen seine Identität und auch das Recht, anders zu sein, auch anders als die Mehrheit zu sein. Das Entscheidende beim Grundgesetz ist aber nicht nur seine technische Geltung, wie man es verändern kann oder auch nicht verändern kann, welchen Namen es trägt. Am Ende ist auch entscheidend, dass wir als Bürgerinnen und Bürger, die wir im Land, im Staat des Grundgesetzes leben, diese Verfassung auch verteidigen. Denn immer wieder wird schlecht darüber gesprochen, immer wieder werden seine Institutionen verächtlich gemacht und dagegen gilt es, sich zur Wehr zu setzen. Politiker und Parteien zu kritisieren, das ist in Ordnung. Demokratie und Parlamentarismus gehören im Grundgesetz untrennbar zusammen. Und das wäre gut, wenn wir zu unserer Verfassung, zu unserem freiheitlichen Grundgesetz stehen.
Wenn euch diese Folge von Die Bank gefallen hat, dann schaut euch doch auch die anderen Folgen auf unseren Social-Media-Kanälen an. Und vor allen Dingen, wenn ihr noch Fragen habt, das ist überhaupt kein Problem, schreibt sie in die Kommentare. Wir antworten bestimmt und freuen uns auf den Dialog mit euch. Passt auf euch auf, bleibt gesund und tschüss. Thank you.